Vom Leben und Sterben von Sonnen. Eine kurze Zusammenfassung, Teil 2 von Dr. Hans-Jürgen Alexi. Hallo, liebe Freunde von Astronomie und Allgemeinbildung. Was wird aus unserer Sonne? Wie lange strahlt sie noch? Wird sie sich verändern? Wie sieht es bei anderen Sonnen, also anderen Sternen aus? Diesen Fragen versuche ich auf etwas zusammenfassende Weise nachzugehen. Ich wünsche viel Freude und Gewinn daran. Hier ist das Inhaltsverzeichnis zum Teil 1. Wie immer eigentlich mehr zur schriftlichen Dokumentation und zum Nachschlagen. Also wir beginnen mit der Geburt von Sternen, behandeln dann den braunen Zwerg und den roten Zwerg. Danach das Leben von Sternen, von Hauptreihensternen. Besonders wichtig ist hier das Herzsprung-Russell-Diagramm. Hauptreihensternen wie unsere Sonne also. Danach geht es um das Sterben von Sternen und ihre Entwicklung in der Endphase zum roten Riesen und zum weißen Zwerg. Und eine Sonderform davon ist die Nova des weißen Zwerges. Weiteres bitte in Teil 2. Hier ist das Inhaltsverzeichnis zum Teil 2. Wie immer eigentlich mehr zum Nachschlagen oder zur schriftlichen Dokumentation. Nach einem kurzen Exkurs über Größenklassen von Sternen und Lebenszyklen von Sternen geht es dann um massereiche Sterne, um ihr Leben und ihr Sterben, dann um die Endzustände, also die Supernova und davon die Formen der Kernkollaps-Supernova und die thermonukleare Supernova, schließlich kurz das Leben von großen Sternen und von Riesensternen. Und deren Ende findet dann statt in einem Neutronenstern oder in einem schwarzen Loch. Weitere Themen bitte nachzusehen in Teil 1. Man kann die Sterne nach Größenklassen einteilen. Für unsere Fragestellung ist jetzt ganz entscheidend die folgende Feststellung. Was für ein Leben die Sterne, die Sonnen führen und wie lange es dauert und wie auch ihr Ende aussieht, das hängt von ihrer Ausgangsmasse ab. Wir unterscheiden erstens kleine Sterne. Diese besitzen weniger als 60% der Sonnenmasse. Dann mittelgroße Sterne wie unsere Sonne. Das sind die Hauptreihensterne. Dann gibt es große Sterne, die 8 bis 10-mal die Sonnenmasse beinhalten. Und sehr selten sind Riesensterne, diese haben 100 Sonnenmassen und mehr und ganz verschiedene Schicksale. Dieses übersichtliche Schema, das ich übernommen habe, zeigt die Grundzüge des Vortrages und behandelt in schematischer Weise die Lebensphasen eines Sternes. Am Anfang steht eine große interstellare Gas- und Staubwolke. Durch die Kräfte der Gravitation kommt es zur Kontraktion und schließlich zur Entwicklung eines Protosterns, eines ersten Sternes. Hieraus kann sich entwickeln ein Hauptreihenstern, wenn mit Wasserstoff brennen. Wenn dessen Masse sehr klein ist, unter 0,6 Sonnenmassen, dann entwickelt sich dieser zu einem roten Zwerg und schließlich zu einem weißen Zwerg, der am Ende abkühlt. Wenn die Masse groß genug ist, so wie bei unserer Sonne, dann kommt es zur Expansion der Hülle und nach dem Wasserstoffbrennen zum Heliumbrennen und am Ende seines Lebens steht ein roter Riesenstern, ein roter Riese. Wenn die Masse unter 1,4 Sonnenmassen beträgt, das ist die Chandrasekhar-Grenze, dann schrumpft auch dieser rote Riese letztlich zum weißen Zwerg. Wenn die Masse über dieser Grenze liegt, dann kommt es zum Kernkollaps, Gravitationskollaps. Und daraus entwickelt sich explosionsartig eben eine Supernova. Nach der Supernova-Explosion ist wieder entscheidend die verbliebene Kernmasse. Wenn diese kleiner ist, zwischen 1,4 Sonnenmassen mindestens und unter 3 Sonnenmassen, so entwickelt sich hieraus ein Neutronenstern, eine rasch rotierende, extrem dichte Materiekugel im All. Wenn die verbliebene Kernmasse über 3 Sonnenmassen beträgt, dann kollabiert diese weiter und wird zu einem schwarzen Loch, einer Singularität. Wir kommen jetzt zu den massereichen Sternen. Zunächst zu dem Leben der massereichen Sterne. Nicht erschrecken vor diesem verwirrenden Bild.
Das zeigt die 8 Fusionsreaktionen zur Schaffung neuer chemischer Elemente in den Kernen von massereichen Sternen. Ein bisschen kennen wir schon davon. Links oben ist der Proton-Proton-Zyklus des Wasserstoffbrennens, also das Fusionieren von 4 Wasserstoffatomkernen Protonen zu Helium. Rechts davon ist der CNO-Zyklus, der sogenannte Bethe-Weizsäcker-Zyklus, der gehört auch zum Wasserstoffbrennen. Und darunter ist der 3-Alpha-Zyklus, den wir kennen, also 3 Heliumatomkerne zu einem Kohlenstoffkern. Darunter folgen die weiteren Stufen des Brennens, bis schließlich unten links Eisen entsteht und in den Schalen, heißen Schalen von Riesensternen, auch noch weitere schwerere Elemente rechts ganz unten. Also von massereichen Sternen spricht man ab 2,3 Sonnenmassen. Massereiche Sterne ab 9 Sonnenmassen können nach dem Heliumbrennen, so wie unsere Sonne, auch das Stadium des Kohlenstoffbrennens erreichen. Bei dem Kohlenstoffbrennen fusionieren 2 Kohlenstoffkerne zu höheren Elementen, stufenweise schließlich zuletzt bis zum Eisen. Aus der Fusion von Eisenatomkernen kann nämlich keine weitere Energie mehr gewonnen werden, da die atomaren Bindungskräfte zu stark sind und nur bei Zufuhr von Energie weitere Elementfusion möglich ist. Eisen ist daher die letzte Stufe, die letzte Sternenasche. Durch Sternenwind, koronale Massenauswürfe und Absprengung äußerer Schalen mit der Bildung von planetarischen Nebeln verlieren auch diese großen Sterne einen Teil ihrer vorherigen Masse. Sie können damit mit ihrem verbliebenen Kern unter die kritische Grenze für eine Supernova-Explosion geraten und werden schließlich ebenfalls zu weißen Zwergen. Dieses schöne Schema, das ich übernommen habe, zeigt die Schichten von Fusionsprozessen in einem massereichen großen Stern und damit letztlich auch seine Zusammensetzung. Am Ende verbleibt im Inneren ein sehr dichter Eisenkern und Außenschichten von Wasserstoff und Helium. Also, außen verbrennt Wasserstoff zu Helium, dann im Heliumbrennen Helium zu Kohlenstoff, schließlich im Kohlenstoffbrennen Kohlenstoff zu Sauerstoff. Noch heißer ist das Neonbrennen, aus dem ebenfalls wieder Sauerstoff entsteht, und im Sauerstoffbrennen entwickelt es sich bis hin zum Silizium. Daneben entstehen auch andere Elemente wie Magnesium, Phosphor und Schwefel. Und zuletzt verbrennt eben fusioniert Silizium zu Eisen. Daneben entstehen Kobalt und Nickel. Im Kern laufen jedes Mal die neuen Fusionsprozesse ab und es entwickeln sich die neuen Fusionsprodukte. Und in den heißen Schalen darüber läuft die vorherige Fusionsreaktion weiter. Zum Sterben von massereichen Sternen. Massereiche Sternenreste über 3 Sonnenmassen erleben ein dramatisches Ende. Sie verbrennen in den letzten Jahrtausenden ihres Lebenszyklus praktisch alle leichteren Elemente in ihrem Kern zu Eisen. Auch diese Sterne stoßen einen großen Teil ihrer Masse in den äußeren Schichten als Sternenwind ab und bilden sogenannte solare Nebel. Gleichzeitig bilden sich aber um den inneren Kern zwiebelschalenartige heiße Hüllen, in denen verschiedene Fusionsprozesse stattfinden. Jede folgende Fusionsstufe, das ist jetzt wichtig, setzt weniger Energie frei als die vorherige und läuft auch schneller ab. Dabei handelt es sich zum Beispiel nach dem Wasserstoffbrennen und dem Heliumbrennen, das noch in unserer Sonne stattfindet, in massereichen Sternen dann um das Kohlenstoffbrennen mit nur noch einer Fusionsdauer von 10.000 Jahren und schließlich das Neonbrennen mit einer Fusionsdauer von nur noch 10 Jahren sowie das Sauerstoffbrennen mit einer Fusionsdauer von 5 Jahren und zuletzt das Siliziumbrennen mit einer Fusionsdauer von einer Woche. Bei der Fusion von Eisenkernen endet die Fusionskette, da bei der Fusion noch schwererer Elemente keine Energie mehr gewonnen wird, sondern von außen zugeführt werden muss. Noch schwerere Elemente als Eisen, also zum Beispiel Kupfer, Germanium, Silber, Gold und Uran, werden nur in Riesensternen erbrütet oder in den äußeren Hüllen einer explodierenden Supernova bei der unvorstellbaren Hitze von 10 Milliarden Grad Celsius.
Dieses interessante Bild zeigt unser vertrautes Sternbild, den Orion, den großen Jäger der Nacht, etwas verändert. Wir wissen, dass der linke Schulterstern, Betelgeuse oder Betelgeuse, ein alter Stern ist, ein roter Riese, ein roter Überriese, mit dem 800-fachen Durchmesser unserer Sonne. Er steht kurz vor einer Supernova-Explosion, hier im Bild einmal dargestellt. Die Entstehung von Elementen schwerer als Helium in den Kernreaktionen alter Sterne nennt man die Nukleosynthese. Das kann gehen bis hin zum Eisen, wie wir gehört haben. Diese so entstandenen Elemente werden dann später zum Beispiel durch die Sternenwinde und Supernova-Explosionen zum großen Teil wieder in das interstellare Medium eingespeist, aus dem weitere Sternengenerationen und auch wir Menschen entstehen. Die Astronomen nennen diese Elemente im Sammelbegriff Metalle. Spätere, also jüngere Sternengenerationen, so wie unsere Sonne, haben folglich eine höhere Metallizität, also einen größeren Anteil an schweren Elementen. Jetzt noch einmal zum Sterben von massereichen Sternen. Bei den massereichen Sternen konzentriert sich schließlich ein großer Teil der Masse in ihrem Eisenkern mit einem Durchmesser von nur etwa 10.000 Kilometern. Wenn der Stern unter der Chandrasekhar-Grenze von 1,4 Sonnenmassen bleibt, kollabiert er zum weißen Zwerg. Diese Grenze ist benannt nach Subrahmanyan Chandrasekhar, einem indisch-amerikanischen Astrophysiker und Nobelpreisträger 1910 bis 1995. Wenn die Restmasse des Sternes in dem schweren Kern aber nach allen Abstoßungsverlusten noch 1,4 Sonnenmassen überschreitet, kollabiert er in Sekundenbruchteilen. Der Stern explodiert als Supernova mit einer expandierenden Explosionswolke und stößt dabei die äußeren Schichten in Form von Neutrinoschwärmen und energiereicher Strahlung ab. Das Endprodukt einer solchen Kernkollaps-Supernova könnte ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch sein. Hier eine künstlerische Darstellung einer Supernova-Explosion mit der umgebenden riesigen Staub- und Gaswolke, welche wieder das interstellare Medium füttert. Noch ein paar Informationen zu den Supernovae, Plural. Eine Supernova von lateinisch Stella Nova, neuer Stern, und Super darüber hinaus ist das kurzzeitige helle Aufleuchten eines massereichen Sternes am Ende seiner Lebenszeit durch eine Explosion, bei welcher der ursprüngliche Stern selber vernichtet wird. Die Leuchtkraft des Sternes kann dabei millionenfach bis milliardenfach zunehmen und manchmal so hell sein wie eine ganze Galaxie. Zur Nomenklatur: Supernovae werden mit dem Vorsatz SN, ihrem Entdeckungsjahr und einem alphabetischen Zusatz benannt. Dieser Zusatz besteht aus Kleinbuchstaben in der Reihenfolge der Entdeckung und wird bei Bedarf gedoppelt. Während früher nur vereinzelt Supernovae entdeckt wurden, so sind es heute pro Jahr weit über 1000. Zur Häufigkeit: Man geht davon aus, dass im beobachtbaren Universum pro Sekunde 20 bis 30 Supernovae explodieren. Für die Milchstraße werden etwa 20 Supernovae pro 1000 Jahre geschätzt, wovon im letzten Jahrtausend 6 beobachtet wurden. Die möglichen Auswirkungen auf die Erde. Der mögliche Ausbruch einer Supernova in der Nähe unseres Sonnensystems bei Entfernungen unter 100 Lichtjahren könnte schwere Auswirkungen auf die Biosphäre der Erde haben. Die Gammastrahlung einer solchen Supernova kann die schützende Ozonschicht komplett zerstören. Das Massenaussterben im oberen Ordovizium wird mit einer solchen erdnahen Supernova in Verbindung gebracht. Hier ein herausragendes Beispiel für eine Supernova: der Krebsnebel. Der Krebsnebel ist der Überrest der Supernova, die im Jahre 1054 beobachtet wurde, NGC 1952.
Diese Aufnahme ist eine zusammengesetzte Falschfarbenaufnahme aus drei Weltraumobservatorien der NASA. Daten des Chandra-Röntgenobservatoriums sind hellblau, also Röntgenstrahlung hellblau. Optische Anteile des Hubble-Teleskops sind grün und dunkelblau und Infrarotanteile des Spitzer-Teleskops sind rot. In der Mitte der helle Stern ist das Endresultat, ein Neutronenstern von etwa Sonnenmasse, eine schnell rotierende Kugel mit 19 Kilometern Durchmesser. Dieses schöne Bild des Hubble-Weltraumteleskops zeigt eine Supernova aus dem Jahr 1994, links unten im Bild der explodierende Stern am Rande einer Galaxie aus dem Sternbild Virgo, also Jungfrau. Wir unterscheiden zwei Typen von Supernovae, zwei Mechanismen ihrer Entstehung. Erstens, massereiche Sterne mit einer Anfangsmasse von mehr als 8 Sonnenmassen, deren Kerne am Ende ihrer Entwicklung angekommen sind und nach Verbrauch ihres gesamten nuklearen Brennstoffes kollabieren. Hierbei kann ein kompaktes Objekt, ein Neutronenstern oder Pulsar oder ein schwarzes Loch entstehen. Dieser Vorgang wird als Kollaps-Supernova oder Kernkollaps-Supernova oder als hydrodynamische Supernova bezeichnet. Zweitens, Sterne mit geringerer Masse, die eigentlich in ihrem vorläufigen Endstadium als weißer Zwerg angekommen sind, aber in einem Doppelsternsystem Material von einem Begleiter akkretieren, abziehen und deren Masse dann über die Grenze von 1,4 Sonnenmassen wächst. Sie kollabieren im Verlauf schließlich durch die eigene Schwerkraft und werden durch das Einsetzen des Kohlenstoffbrennens zerrissen ohne jeglichen Überrest. Dieses Phänomen wird als thermonukleare Supernova oder als Supernova vom Typ 1a bezeichnet. Dieses bearbeitete Bild zeigt, was von Tycho Brahe's Supernova 1572 im Sternbild Cassiopeia übrig geblieben ist, eine Explosionswolke aus Staub und Gas. Früher musste man das mit dem bloßen Auge als Nebel auffassen, als kleines Wölkchen. Es wurde als planetarischer Nebel klassifiziert. Man konnte sonst ja nur die punktförmigen Fixsterne sehen. Heute mit den modernen Teleskopen sehen wir mehr, was dahinter steckt. Zunächst einmal zu der Kernkollaps-Supernova oder hydrodynamischen Supernova. Nach der anerkannten Theorie vom Gravitationskollaps von Fritz Zwicky 1938, das war ein Schweizer Physiker und Astronom 1898 bis 1974, tritt eine Supernova am Ende des Lebens eines massereichen Sternes auf, wenn er seinen Kernbrennstoff vollständig verbraucht hat. Sobald der Wasserstoff im Kern des Sternes vollständig zu Helium fusioniert ist, das Wasserstoffbrennen, sinkt der durch die Fusionsenergie erzeugte Innendruck und der Stern fällt unter dem Einfluss seiner eigenen Gravitation zusammen. Dabei erhöhen sich Temperatur und Dichte und setzen eine weitere Fusionsstufe im Sternenkern in Gang, den 3-Alpha-Prozess, in dem 3-Alpha-Teilchen, also Helium-Atomkerne, über das instabile Zwischenprodukt Beryllium zu Kohlenstoff fusioniert werden, das sogenannte Heliumbrennen. Der Vorgang wiederholt sich und durch Kohlenstoffbrennen entsteht Neon. Weitere Fusionsstufen nach dem Neonbrennen sind Sauerstoffbrennen und Siliziumbrennen. Es werden immer neue Elemente in dem schrumpfenden Stern fusioniert. Am Ende kollabiert der Eisenkern unter der Gravitation und explodiert als Supernova. Wenn also im Kern des Sternes ein Brennstoff versiegt, dann wechselt die Fusionsreaktion in die über dem Kern liegende Kugelschale und läuft dort als Schalenbrennen weiter, während in dem schrumpfenden Kern das zuletzt entstandene Fusionsprodukt zum neuen Brennstoff wird. Jede neue Fusionsstufe läuft schneller ab und erbringt weniger Energie als die vorige. Die Fusionsketten laufen bis zur Synthetisierung von Eisen mit der Ordnungszahl 26. Dort enden die Kernfusionen der Eisenatomkerne,
die höchste Bindungsenergie pro Nukleon von allen Atomen haben. Fusionen von schwereren Elementen als Eisen benötigen Energiezufuhr von außen und setzen keine Energie mehr frei. Dieses Bild zeigt eine riesige Supernova aus dem Jahr 1987. Das war eine der hellsten Sternexplosionen seit mehr als 400 Jahren und loderte über mehrere Monate im Jahr 1987 mit der Kraft von 100 Millionen Sonnen. Das Bild des Hubble-Teleskops zeigt das Dreifach-Ringsystem der Supernova, einschließlich der hellen Flecken entlang des inneren Gasringes, der den explodierten Stern umgibt. Das kommt so zustande, dass eine Schockwelle aus Material in Regionen entlang des inneren Ringes einschlägt, diese erhitzt und zum Leuchten bringt. Der Ring ist ein Lichtjahr breit und wurde wahrscheinlich etwa 20.000 Jahre vor der Explosion von dem Stern abgeworfen. Hier ein Bild von einem Supernova-Überrest aus dem Jahr 1987. Das möge als Hintergrundbild dienen für Erläuterungen zum Ende einer Kernkollaps-Supernova. Bei der Kernkollaps-Supernova oder hydrodynamischen Supernova bleibt das Eisen, die Asche des nuklearen Brennens, im Sternenkern zurück. Sobald dann keine Fusionen mehr stattfinden, endet auch sämtliche Strahlung, die bisher mit ihrem nach außen gerichteten Druck der Gravitation entgegenwirkte und den Stern aufblähte. Nun kann sich die Gravitation voll auswirken. Wenn der Kern schließlich die Chandrasekhar-Grenze von 1,4 Sonnenmassen überschreitet, dann kollabiert er innerhalb von Millisekunden. Es folgen gigantische Druckwellen und Dichteerhöhungen im Zentrum und dann auch rückstoßend in die Schalen, was zur extremen Erhitzung der Gasschichten führt. Dabei werden zuletzt noch einmal schwere Elemente jenseits von Eisen in den äußeren Bereichen des Zentralgebietes erbrütet, wie Kupfer, Germanium, Silber, Gold oder Uran. Fußnote für Spezialisten: Es gibt noch weitere Supernova-Typen und Klassifikationen. Die Überreste der Supernova. Das bei der Supernova ausgeworfene Material bildet einen Emissionsnebel, den sogenannten Supernova-Überrest. Es können kompakte Objekte überbleiben. Die Form dieser kompakten Überreste, die vom Stern zurückbleiben, hängen von dessen Masse ab. Nicht die gesamten äußeren Schichten werden fortgeschleudert. Das zurückbleibende Gas akkretiert wieder auf den kollabierten Kern im Zentrum, der nahezu vollständig aus Neutronen besteht. Durch die hohe Dichte werden nämlich die Elektronen in die Protonen reingedrückt und es bilden sich Neutronen. Es kann also resultieren ein Neutronenstern. Wird der Sternenrest durch nachfallendes Material schwerer als drei Sonnenmassen, so entsteht entartete Materie mit physikalischen Grenzeigenschaften. Der Sternenrest stürzt endgültig zusammen und bildet ein schwarzes Loch. Diese tolle Animation des Krebsnebels kombiniert Daten von 5 verschiedenen Teleskopen. Das Very Large Array aus Neumexiko in Rot analysiert Radiowellen, das Spitzer Weltraumteleskop in Gelb die infrarote Strahlung, das Hubble-Teleskop das sichtbare Licht in Grün, das Newton-Weltraumteleskop der ESA das ultraviolette Licht in Blau und das Chandra-Teleskop der NASA die Röntgenstrahlung in Violett. Der Krebsnebel selber wurde gesehen 1054 nach Christus durch chinesische Astronomen. Sie sahen einen sogenannten neuen Gaststern, der 6-mal heller als Venus war und mehrere Monate lang am Tage zu sehen war. Dann wurde dieser Gaststern 700 Jahre lang vergessen bis zum Aufkommen der Teleskope. Mit ihnen sahen die Astronomen zunächst nur einen nebligen Fleck mit Tentakeln an der Stelle des verschwundenen Sternes und nannten ihn Krebsnebel. Heute wissen wir, es sind die ausgedehnten gasförmigen Überreste eines Sternes, der in 6500 Lichtjahren Entfernung als Supernova explodierte und dabei kurzzeitig so hell wie 400 Millionen Sonnen strahlte. Übrigens, bei einer Supernova-Explosion in einer Entfernung von 50 Lichtjahren
wären die meisten Lebensformen der Erde infolge der Strahlung ausgestorben. In den 1960er Jahren entdeckten Astronomen das zerquetschte Herz des verlorenen Sternes, ein ultradichter Neutronenstern, das ist der helle Stern in der Mitte, ist der Dynamo für intensive magnetische Felder und die energiereiche Strahlung im Nebel. Die Bilderfolge zeigt einen anderen Typ der Supernova, den Typ 1a. Also, die thermonukleare Supernova vom Typ 1a ist eine andere Form. Sie entsteht in kataklysmischen, das ist ein ähnliches Wort wie katastrophalen Doppelsternsystemen, die aus einem weißen Zwerg und einem Begleitstern bestehen. Der weiße Zwerg akkretiert, saugt ab im Laufe der Zeit Gas aus der Hülle seines Begleiters, wenn der ihm zu nahe kommt, wobei es zu mehreren Nova-Ausbrüchen kommen kann. Dabei werden aber nur die äußeren Gashüllen explosionsartig abgestoßen, nicht der Sternenkern selber, also keine Supernova-Ausbrüche. Bei diesen Ausbrüchen fusioniert der ursprünglich erkaltete weiße Zwerg Wasserstoff des herübergezogenen Gases zu Helium und Fusionsprodukte bleiben in seinem Kern zurück, bis der jetzt vor der Supernova-Explosion stehende weiße Zwerg große Mengen von Sauerstoff und Kohlenstoff im Kern enthält. Wenn sich der Stern durch weitere Akkretionen um den Kern und durch Verbrennungsvorgänge in den Schalen der Chandrasekhar-Grenze von 1,4 Sonnenmassen nähert, wird er zunehmend instabil. Der Radius wird kleiner und die Dichte steigt. Bei Erreichen der Grenzmasse über 1,4 Sonnenmassen zündet der Kohlenstoff und bei rund 10 Milliarden Grad Kelvin, unglaubliche Temperaturen, wird in Sekundenbruchteilen der komplette Kohlenstoffvorrat zu Eisen und Nickel verbrannt. Der Stern explodiert in einer thermonuklearen Supernova vom Typ 1a. Für Spezialisten, es gibt auch noch weitere Modelle und weitere Erklärungsversuche. Bei der Supernova-Explosion vom Typ 1a bleibt kein kompaktes Objekt übrig. Die gesamte Materie des weißen Zwerges wird als Supernova-Überrest in den Weltraum geblasen und der Begleitstern wird davongeschleudert. Jetzt wollen wir uns nochmal eine Stufe höher befassen mit großen Sternen und Riesensternen. Das Bild zeigt das sehr schön im Vergleich. Von Bild zu Bild werden die Größen riesiger. Im ersten Bild sind zunächst nur unsere inneren Gesteinsplaneten dargestellt, von Merkur bis zur Erde. Dann beginnt es im zweiten Bild wieder mit der Erde und zu den Gasriesen, zuletzt Jupiter. Im dritten Bild Jupiter bis hin zu Sirius A, also einem großen Hauptreihenstern, links von ihm unsere Sonne. Im vierten Bild dann erscheint selbst Sirius, der Hauptreihenstern, klein gegenüber den roten Riesen Aldebaran, das rote Auge des Stiers ist ein roter Riese. Im fünften Bild ist Aldebaran klein im Vergleich zu den kommenden Riesen Betelgeuse. Rechts, also aus dem Orion, ebenfalls ein roter Riese, ein Überriese. Und im letzten Bild dann von Betelgeuse bis zu VY Canis Majoris, einem riesigen Stern aus dem Sternbild Großer Bär, ein roter Überriese. Zu den Eigenschaften dieser großen Sterne. Große Sterne besitzen die 8- bis 10-fache Sonnenmasse. Sie entstehen aus großen Staub- und Gaswolken durch Kontraktion und Kompression als Folge der Gravitation, wie wir es kennen. Diese Sterne erreichen Temperaturen von 100 Millionen Grad Kelvin und in ihrem Inneren kommt es zur Kernfusion von Wasserstoffkern zu Helium, dann weiter zu Kohlenstoff, noch weiter zu Sauerstoff und über Silizium schließlich bis zum Eisen. Die Sterne leuchten weiß bis hellblau und haben eine kürzere Lebensdauer. Schließlich kommt es zum explosionsartigen Abstoßen der Gashüllen und der Stern endet als Supernova. Dabei kommt es in der äußeren Hülle noch einmal zur Fusion von Spuren schwererer Elemente, wie zum Beispiel Gold, zuletzt auch Uran und Plutonium. Noch größere Sterne, sogenannte Riesensterne, sind sehr selten und besitzen Massen von mehreren hundert Sonnenmassen sowie eine unglaublich höhere Leuchtkraft.
Sie entstehen aus riesigen Staub- und Gaswolken. Diese Sonnen sind sehr instabil und leben nur kurz als blauer Riese oder Überriese. Sie enden als Supernova mit der Explosion und dem Abstoßen der Gashüllen mit ihren schweren Elementen ins All. Der kompakte Kern wird dann zum Neutronenstern. Wenn dieser Kernrest noch mehr als drei Sonnenmassen enthält, dann kollabiert er unter der eigenen Schwere weiter zum Schwarzen Loch. Nun zu den kompakten Endprodukten von Supernovae. Zunächst zum Neutronenstern. Im Bild ein Schema, der Versuch einer Darstellung eines Neutronensternes mit einer Kruste, einem kristallinen Mantel und einer Flüssigkeit, die nicht genau erforscht ist, mit unvorstellbaren Dichten, die sich unserer Vorstellungskraft weitgehend entziehen. Ein Neutronenstern ist ein astronomisches Objekt, dessen wesentlicher Bestandteil eben Neutronen sind. Ein Neutronenstern stellt das Endstadium in der Sternentwicklung nach der Supernova eines massereichen Sternes dar. Neutronensterne sind sehr kleine, kugelförmige Körper mit typischen Radien von etwa 10 bis 12 Kilometern, also im Grunde winzig. Die Massen der bisher entdeckten Neutronensterne liegen zwischen 1,2 und 2,4 Sonnenmassen und sind damit extrem kompakt. Ihre Dichte nimmt in die Tiefe hinzu bis zur dreifachen Dichte eines Atomkerns. Typische Sterne dieser Art rotieren durch die Erhaltung des Drehimpulses nach dem Pirouetteneffekt sehr schnell und bilden daher ein starkes Magnetfeld. Es sind Rotationsgeschwindigkeiten am Äquator eines Neutronensternes von einem Viertel der Lichtgeschwindigkeit gemessen worden. Noch einmal ein Schema eines Neutronensternes als Hintergrundbild für Erläuterungen. Also während die äußere Kruste und die innere Kruste noch unsere vertrauten subatomaren Teilchen wiedergeben, so ist das Innere des Neutronensternes hypothetisch. Man diskutiert sogar ein Plasma aus Quarks und Gluonen. Zur Entstehung von Neutronensternen. Wenn die Masse des ursprünglich massereichen Sternes der Hauptreihe zwischen 8 und 12 Sonnenmassen betrug, so resultiert ein Neutronenstern mit einer Masse von 1,25 Sonnenmassen. Durch das Kohlenstoffbrennen entsteht ein Sauerstoff-Neon-Magnesium-Kern. Er fliegt mit ähnlicher Geschwindigkeit wie der ursprüngliche Stern durch den Raum. Wenn die Masse des ursprünglichen Hauptreihensterns schwerer als 12 Sonnenmassen war, resultiert ein Neutronenstern mit mehr als 1,3 Sonnenmassen. Auch hier entsteht durch das Kohlenstoffbrennen ein Sauerstoff-Neon-Magnesium-Kern. Jetzt folgen jedoch weitere Entwicklungsstufen, das Sauerstoffbrennen und das Siliziumbrennen, sodass ein Eisenkern entsteht. Wenn dieser eine kritische Masse überschreitet, kollabiert er weiter und bewegt sich wesentlich schneller als der ursprüngliche Stern. Hier im Bild eine künstlerische Darstellung eines real existierenden Neutronensterns im Zentrum nach einer Supernova-Explosion mit einer umgebenden Materialscheibe aus heißem Staub. Noch einmal zu den Massebedingungen für Neutronensterne. Der Kern nach einer Supernova-Explosion muss noch eine Masse haben zwischen 1,4 Sonnenmassen, die Chandrasekhar-Grenze, und unter 3 Sonnenmassen. Dann kann über einen weiteren Kernkollaps der Neutronenstern entstehen. Wenn nach der Supernova-Explosion die verbliebene Kernmasse über 3 Sonnenmassen beträgt, dann kollabiert das Zentrum weiter zu einem schwarzen Loch. Bei einer restlichen Kernmasse unter 1,4 Sonnenmassen erfolgt keine weitere Supernova-Explosion, sondern es entwickelt sich ein weißer Zwerg, der langsam auskühlt. Das Bild zeigt eine besondere Form eines Neutronensterns, einen Pulsar. Das ist in der Mitte eine schnell rotierende, extrem dichte Kugel mit einem umgebenden starken Magnetfeld und abstrahlenden, energiereichen Strahlenbündeln. Neutronensterne rotieren mit 100 bis 1000 Umdrehungen pro Sekunde. Sie haben ein sehr starkes Magnetfeld als Folge des eisenhaltigen Kerns und als Folge der schnellen Rotation. Neutronensterne sind unterhalb einer festen Kruste suprafluid und supraleitend, also
physikalische Eigenschaften im Grenzbereich der klassischen Physik. Die Temperatur im Inneren eines Neutronensterns beträgt anfangs 100 Milliarden Grad Kelvin und sinkt dann durch die Abstrahlung sehr langsam ab. Außerdem kann ein schnell rotierender Neutronenstern Gravitationswellen abgeben, die auch neuerdings detektiert werden können. Das Bild zeigt die periodische Abstrahlung von energiereichen Strahlen des Vela-Pulsars, auch eher natürlich Folge einer Supernova. Ein Pulsar, auf Englisch Pulsating Source of Radio Emission, also pulsierende Radioquelle, ist ein besonders schnell rotierender Neutronenstern. Die Symmetrieachse seines Magnetfeldes weicht von der Rotationsachse ab, sodass er energiereiche Strahlung entlang seiner Dipolachse aussendet. 10% aller Neutronensterne sind nicht nur Pulsare, sondern auch Magnetare. Das sind Neutronensterne mit extrem intensiven Magnetfeldern, die tausendmal stärker sind als sonst bei Neutronensternen üblich. Wir kommen zu unserem letzten astronomischen Objekt in der Welt der Sonnen, der schönen und spannenden Welt der Sonnen, und zwar zu den schwarzen Löchern. Das Bild zeigt eine künstlerische Darstellung von einem solchen schwarzen Loch aus 600 Kilometern Entfernung, also sehr dicht dran. Die Milchstraße im Hintergrund erscheint natürlich verzerrt und verdoppelt. Also, Sterne mit Massen über 8 bis 25 Sonnenmassen oder sogar 40 Sonnenmassen sowie massereiche Sterne mit sehr hoher Metallizität enden über Zwischenstufen und Supernovae als schwarzes Loch. Schwarze Löcher sind Objekte, bei denen die Masse auf ein extrem kleines Volumen konzentriert ist und infolge dieser Kompaktheit in ihrer Umgebung eine so starke Gravitation erzeugt, dass keine Materie und nicht einmal das Licht diesen Bereich verlassen oder durchlaufen kann. Die äußere Grenze dieses Bereiches wird Ereignishorizont genannt. Rund um die schwarzen Löcher verläuft eine optisch strahlende Scheibe aus akkretierter, also angesaugter Materie, die energiereiche Strahlung verschiedener Wellenlänge abgibt und als Quasar bezeichnet wird, von Englisch Quasi Stellar Radio Source, also sternenähnliche Radioquelle. Der Rand eines solchen schwarzen Loches strahlt eben neben anderer Strahlung auch Radiowellen ab, und so konnte man aus Radioaufnahmen eines supermassereichen schwarzen Loches in einer Galaxie im Sternbild Virgo Jungfrau ein solches Bild konstruieren. Noch einmal zu den Eigenschaften von schwarzen Löchern. Außerhalb des Ereignishorizontes verhält sich ein schwarzes Loch wie ein normaler Massekörper und kann von anderen Himmelskörpern auch stabil umrundet werden. In seiner Nähe wird der dahinterliegende Raum wie durch eine optische Linse, die bekannte Einsteinsche Gravitationslinse, verzerrt abgebildet. 2016 wurde durch die Fusion zweier schwarzer Löcher indirekt zum ersten Mal Gravitationswellen durch das LIGO-Observatorium in den USA beobachtet. Auch in unserer Milchstraße werden neben dem Riesen Sagittarius A im Zentrum viele weitere kleine schwarze Löcher vermutet. Auch im Zentrum unserer Galaxie, unserer Milchstraße, wurde lange vermutet und dann auch nachgewiesen, die Existenz eines großen, massereichen schwarzen Loches, welches seine umgebende Materie verschlingt. Es war bloß sehr lange Zeit nicht nachzuweisen, weil es durch Dunkelwolken verdeckt ist im optischen Licht. Das Bild zeigt einen Blick zum Zentrum der Milchstraße, der Kreis umkreist die Lokalisation, wo dieses schwarze Loch zu suchen wäre. Hier ist der Beweis. Im Mai 2022 konnte zum ersten Mal ein Bild unseres schwarzen Loches im Zentrum unserer eigenen Galaxie Sagittarius A veröffentlicht werden. Es handelt sich um ein Verbundbild von Event Horizon Telescope, einem Verbund weit verteilter irdischer Radioteleskope. Eine besondere Form von schwarzen Löchern stellen kleine schwarze Löcher dar, sogenannte
Mikroquasare. Hier ist ein solches System künstlerisch dargestellt. Es handelt sich um den Mikroquasar GRUJ1655-40. Das ist der zweite bisher entdeckte sogenannte Mikroquasar in unserer Galaxis. Dieses kleine schwarze Loch saugt also Masse von seinem Begleitstern, der es umrundet, ab und formt eine Akkretionsscheibe. Mikroquasare sind kleine schwarze Löcher von etwa Sonnenmasse und also viel kleiner als ihre großen Brüder im Zentrum von aktiven Galaxien, die Quasare. Seit den 1970er Jahren wurden Mikroquasare von 3,5 bis 15 Sonnenmassen entdeckt. Das Teleskop Hubble zeigt nun dieses System. Der Begleitstern hat zwar die ursprüngliche Supernova-Explosion überstanden, die das Schwarze Loch schuf, er ist aber ein alternder Stern mit einem rasenden Orbit von 2,6 Tagen um das Schwarze Loch und wird langsam von diesem verschlungen. Gerichtete blaue Gasströme strahlen aus dem Schwarzen Loch mit 90% der Lichtgeschwindigkeit. Diese schöne Animation zeigt das Verhalten einer Einsteinschen Gravitationslinse und die Verhältnisse zwischen einem schwarzen Loch und seiner Umgebung. Also, ein schwarzes Loch mit Schwarzschild-Eigenschaften, benannt nach dem deutschen Astrophysiker Karl Schwarzschild, fliegt vor einer Hintergrundgalaxie vorbei. Scheinbar nähert sich das primäre Bild der Galaxie und bildet dann innerhalb des Einsteinschen Gravitationsringes ein sekundäres Bild aus und dieses Bild bleibt auch immer innerhalb dieser Gravitationslinse. Das Bild wird auf der Gegenseite heller, die Oberflächenhelligkeit beider Bilder bleibt konstant, aber der Winkel variiert und dadurch kommt es scheinbar zu einer Verstärkung der Leuchtkraft der Galaxie, insbesondere wenn sie direkt hinter dem Schwarzen Loch ist. Hier endet der zweite Teil unserer kleinen astrophysikalischen Reise. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, Dr. Hans-Jürgen Alexi.